Jetzt kommt die Challenge von Peach zum allerletzten Level. Und ich glaube, sie hat die einfachste Challenge von allen. Wir dürfen nämlich wieder einmal nur laufen und springen. Aber wir dürfen eben mit ihr fliegen. Das dürfen wir natürlich schon, denn sonst wäre das auch gar nicht möglich. Glaube ich zum... Nee, sonst wäre es nicht möglich. Aber ja, so schon. Und das einzig wirklich Schwierige ist auch der Abschnitt mit den Blöcken. Was denn auch sonst? Der letzte Abschnitt mit den Laserstrahlen, der ist ja normalerweise auch relativ schwierig. Man kann übrigens sogar hier rüberlaufen, während man gar nicht rennt. Das geht auch. ja, der letzte Abschnitt mit den Laserstrahlen ist gar nicht mal so schwierig. Der ist eigentlich sogar relativ einfach, würde ich sagen. Denn da macht es ja keinen Unterschied, ob wir nur springen und laufen dürfen. So. Hier einfach immer fliegen, denn ihr seht, Peach kann durch ihr Fliegen es erreichen, dass sie wieder auf denselben Blöcken landen kann. Und deswegen ist es mit ihr auch nicht sonderlich schwierig. Und deswegen ist der letzte... Entschuldigung. Und deswegen ist der letzte Abschnitt auch relativ einfach. Kann man da oben wieder landen? Doch, ich glaube schon. Ja, der letzte Abschnitt ist relativ einfach, weil man mit ihr eben fliegen kann. Ich glaube, hier sollte man jetzt einen Drehsprung hier rüber machen. Genau. Ist auf jeden Fall so ziemlich das Beste. So. Ja, am besten hier auch ein Drehsprung, ist sicherer. Genau. Ja, mit einem Drehsprung fällt man ja auch gar nicht. Ihr müsst euch das mal ansehen, wie langsam Peach mit einem Drehsprung fällt. Vor allem, wenn man einfach so schwebt, dann fällt sie wie ein Stein wieder zu Boden. Und wenn man mit einem Drehsprung fliegt, dann fällt sie ganz, ganz sachte und langsam nur zu Boden. Okay. Ja, bisher läuft es also wirklich gut. Vielleicht, aber auch wirklich nur vielleicht, wird es sogar ein First Try mit ihr. Wäre sehr, sehr cool. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber selbst... Holy shit! Ja, ducken darf ich mich eben nicht. Okay. Aber selbst wenn es ein First Try wird, die Challenge kriegt natürlich deswegen nicht einen Stern, sondern sie bekommt schon trotzdem einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad. Denn natürlich habe ich auch diese Challenge wieder im Voraus geübt, deswegen wusste ich zum Beispiel schon genau, was ich bei dem Abschnitt mit den roten und blauen Blöcken machen muss. Also, dass ich bei dem einen da einen Drehsprung machen sollte am besten. So, und hoch. Okay. Jo, läuft bisher. Okay. Wird es tatsächlich ein First Try? Das wäre sowas von episch. Ja, aber wie viel Schwierigkeit die Aufgabe bekommt, weiß ich auch noch nicht sicher. Also ich habe ja schon mal erwähnt, wenn einfach nur die Challenge wäre, schaffe das Level mit Mario, ohne Power-Ups, ohne getroffen zu werden. Allein dann wären es schon wahrscheinlich 5, 6 Sterne oder so. Ja. Ich meine, ich kann das inzwischen, weil ich dieses Level schon so verdammt oft gespielt habe. Aber es wären trotzdem, ja, wahrscheinlich 6 Sterne oder so, schätze ich mal. Mit... Fuck. Aber ich lebe noch. Nein, lebe nicht mehr. Mann, wie behindert war das denn? Och, ich wollte doch einen First Try. Ach komm. Oh, das regt mich jetzt echt auf. Ach Mann. Na dann halt nicht. Wenn die Challenge wäre, spiel das Level mit Peach, ohne Power-Ups und ohne getroffen zu werden, dann wären es wahrscheinlich, sagen wir mal, also wenn es mit Mario 6 Sterne wären, wären es mit Peach wahrscheinlich 4. Weil mit ihr ist es schon nochmal deutlich leichter. Aber da es mit ihr eben auch ein bisschen leichter ist, bekommt sie eben nochmal hier die Schwierigkeit, dass sie nicht rennen und sich auch nicht ducken darf. Und das behindert schon nochmal deutlich an einigen Stellen. Ja, deswegen wird die Challenge auf jeden Fall, glaube ich, auch mindestens 6 Sterne bekommen. Also, alles darunter wäre eigentlich nicht wirklich passend. In meinen Augen zumindest. Auch wenn ich das jetzt, wie gesagt, schnell hinkriege. Ich habe ja die Challenge zu jedem Charakter schon, habe ich ja jetzt schon oft erwähnt, geübt.
Die von Peach ist nicht so lange, weil sie eben nicht ganz so mega ultra schwierig ist, wie jetzt zum Beispiel die von Mario oder die von Luigi. Oh shit, das war ein Fehler. Puh. Konnte ich mir jetzt zum Glück noch mit Wandsprung retten. Okay. Ich hoffe auch, dass die Zeit kein Problem wird, weil wir sind ja dann doch hier relativ langsam unterwegs, weil ich ja nicht rennen kann. Aber es müsste ja eigentlich trotzdem alles passen, denke ich mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die Zeit dann eng wird, glaube ich eigentlich nicht. Ja, hier die Stelle mit den Fussis ist gar nicht so einfach, weil da bin ich eben eigentlich gewohnt, dass ich mich unter denen durchduck. Aber, boah, das war knapp. Aber das geht eben nicht. So. Okay. Nice. Wenn ich jetzt hier wieder nicht... Ah. Der Abschnitt, der ist auch gar nicht so leicht, weil... Da wird ihr das Fliegen nämlich so ein bisschen zum Verhängnis. Weil sie nämlich dadurch nicht so leicht auf den Viechern jumpen kann. Und ja, deswegen ist das ein bisschen schwieriger. Und das hier auch, finde ich. Weil dadurch, dass sie fliegt, verliert sie so ein bisschen ihre... Nicht Geschwindigkeit, aber... Ich finde, dieser Abschnitt hier ist mit Peach tatsächlich nicht einfach. Der ist mit allen anderen Charakteren leichter. Weil das ist wirklich so, dadurch, dass sie fliegt und erst dann auf den Piranha oder auf den Kriech-Piranhas landet, springt sie danach nicht mehr so hoch ab. Und da ist es mir dann schon oft passiert, dass ich dann es auf die letzte Kriech-Piranha nicht mehr drauf geschafft habe und ich von ihr gefressen wurde. Das ist kein Witz, ist mir wirklich schon öfters passiert. Und deswegen ist es mit ihr tatsächlich gar nicht mal so einfach. Das ist wirklich der einzige Abschnitt, wo sie am schlechtesten ist. Weil sonst hat sie einfach enorme Vorteile. Ihr habt ja gesehen, bei dem Abschnitt mit den Blöcken, da ist sie sowas von im Vorteil. Und Rosalina auch. Rosalina kann das auch, dass sie... Fall jetzt. Boah, so knapp, ey. Rosalina kann das auch, dass sie durch ihre Drehattacke in der Luft bleibt. So. Hier macht sie jetzt gar keinen Unterschied. Und wir können eben ein bisschen fliegen, was eine enorme Hilfe ist. Wirklich. Wow, wow, wow. Das war aber dann doch ein bisschen knapp. So, dann einfach alles einsammeln. Aber den Abschnitt habe ich jetzt mittlerweile auch schon so oft gemacht. Am Anfang, wo ich hier das allererste Mal war, da hatte ich solche Probleme, da bin ich damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Aber mittlerweile mache ich den im Schlaf fast schon. Okay. Der wievielte Versuch war das jetzt? Der dritte, vierte? Irgendwie so. Oder war es sogar der zweite? Nee, der zweite war es nicht, oder? Ach, keine Ahnung, ist ja auch egal. Wir haben es auf jeden Fall sehr, sehr schnell hingekriegt. Aber wie gesagt, Challenge wird trotzdem einen hohen Schwierigkeitsgrad kriegen, weil ich sie eben schon so oft geübt habe und dieses Level in- und auswendig kenne mittlerweile. Ich habe wahrscheinlich allein dieses Level schon insgesamt 20 Stunden oder so gespielt. Also, kein Witz. Und das ist halt wirklich so verdammt viel, da ist es irgendwann klar, dass man das dann einigermaßen raus hat. Und dass es für mich dann einfacher ist, als es eigentlich aussieht. Okay. Gut. Dann haben wir auch die letzte Challenge mit Peach geschafft. Wenn ihr die anderen Challenges von Mario, Luigi, Toad und Rosalina noch nicht gesehen habt, dann... Holt diese unbedingt noch nach, sind auch alle sehr, sehr spannend. Und die von Peach ist auch die leichteste. Und ja, das war's mit dieser Challenge. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei einem neuen Video wieder. Bis dann, Leute.